Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Thema hier, das lässt mir keine Ruhe. Ich mache dazu eine Backstage-Folge. Ich will das Ding aufräumen. Ich will, dass es gescheit funktioniert. Und ich habe da jetzt schon Waggons verkauft und lauter so Scheiße. Also das kann so nicht laufen. Ich ziehe jetzt alles raus, was drinnen ist. Ja, ich schicke die zwei hier los und dann versuche ich das da zu fixen, dass das gescheit läuft. Die haben ja beide den Auftrag noch drin, die Waggons zu holen. Und jetzt gucke ich einfach, ob ich das clean kriege. Weil das so für mich ein nicht haltbarer Zustand irgendwie ist. Also das Ding hier. So. Und dass die mir jetzt hier keinen Müll bauen und irgendwo losfahren, schicke ich gleichzeitig alle drei Züge hier raus. Dann kann kein einziger Auftrag laufen. Wie nicht erreichbar, habe ich mich verklickt. Warum will denn der da nicht rüberfahren? Der halt das ja. Ja, okay. Der will da so nicht hinfahren, weil das da dazwischen liegt. Aber das kriegt man hin. So, vielleicht auch, weil der eine hier gerade blockiert. Weil der kann es ja auch. Nehmen wir uns den nächsten. Ich drücke jetzt auf Play. Und maximal tue ich dann nebenher noch ein bisschen nach den Bauaufträgen mal gucken, wenn die hin und her fahren. So. Schauen wir mal, ob jetzt der Spaß hier alles tut. Und mir ist auch klar, dass das Ding ganz schön eng wird. Ich ziehe jetzt mal alles raus, was da drinnen ist. Alles, alles. Alles soll verschwinden. Nur die Aufträge. Ich will sie nicht abbrechen und die Alternative ist, alle Züge rauszuschaffen. Und dann bleiben die Aufträge drin. Und das sollte laufen. Wo sind sie denn, meine Züglein? Da fährt einer. Irgendwo müssen die Kleinen rumfahren. Da flitzt er schon. Mensch, ist der schnell. Der hat fast jetzt die ganze Strecke zum Depot geschafft, während ihm der Bauzug erst hier lang fährt, um da reinzukommen. Ich lasse die jetzt einfach mal hin und her fahren. Und nebenher gucke ich mal eben einmal hier drüber, dass der Spaß hier alles läuft. Das ist mir wichtig, dass der Bau vorangeht. Das soll jetzt nicht pausieren hier irgendwie. Weil ich irgendwo vergesse, drauf zu drücken, wie zum Beispiel hier die Sträßchen. Das sind alles so kleine Fitzelstückchen. Die fressen alle Zeit. Und wenn man sich nicht drum kümmert, dann braucht es ewig. Einfach weil die nicht in der Range sind, dass es automatisch tut. So. Ja, ich würde ja auch gern die Baubüros hier in Betrieb nehmen, aber dafür brauche ich Strom. Und das mache ich erst in der nächsten Let's Play-Folge in 160. Aber ich glaube, ist der da schon fertig? Ah, sehr gut, der Weg ist fertig. Ja, dann mache ich da auch noch schön die Sträßchen dran. Ich muss aber jetzt kurz in die Pause gehen, weil da hinten läuft die Produktion, da hinten müssen Pflanzen transportiert werden. Ich will, dass es hier vorangeht, ich will aber jetzt nicht, dass mir die Lager überlaufen. Das wäre zwar nicht tödlich. So, wenn da die Laderampe ist, möchte ich da eigentlich gern so rein, dass die möglichst schnell in die Laderampe reinfetzen. Das hier ist nur Bau, das ist auch nur Bau. Das Stück können wir jetzt auch anschließen. So. Und dann planen wir das erstmal und dann machen wir den einen Node noch raus. Und ich hoffe mal, dass jetzt nicht riesen Feuerwehreinsätze oder sowas in der Folge kommen. Ah, der Node ist schon weg. Okay. Also dann einmal nur mit Maschinen das da, mit Menschlein das da, nur mit Maschine hier und da auch wieder mit allen. So. Habe ich alles dran da vorne noch nicht. Welches war die Laderampe? Fleischlager, Laderampe, okay. Also hier sollen sie auch performant reinfahren können, und zwar nach hier und nach da für die zwei Supermärkte. Wie mache ich das am besten? Ich denke mal, das muss ich einfach so machen. Also das bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich so fahre und... Ja, wobei, doch, so könnte man es machen. Den hier nochmal nah dran ziehen. So. Und jetzt brauchen wir den hier noch. Ich tue einfach, dass ich hier noch ein bisschen Platz habe. Da müssen ja noch Verteilungszentren hin und so weiter. Deswegen würde ich die einfach hier so reinlaufen lassen, dass ich hier einen großen Platz habe.
Da muss noch ein VZ hin, da muss noch eins hin, genauso wie auf der anderen Seite. Aber jetzt immer planen. Maschine, hier auch Maschine und in die kleinen Dinger hier wieder Menschlein mit rein. Und ich hau auch immer Hateable mit rein, das soll einfach hier Gas geben. Und das ist ja nicht nur Hateable, das sind ja die ganzen anderen auch noch. Das da ist keine Brücke, das ist die Brücke, die braucht alles. Und bei der Brücke würde ich gern Bescheid kriegen. Einfach, dass ich weiß, wann es hier weitergeht. Ich habe auch noch einen Tipp bekommen, wegen von meinem lieben Geheimdienstmitarbeiter, dass ich aufpassen muss mit meinen Brücken, weil wenn ich das hier so baue, dann kann da kein Schiff durchgehen. Deswegen, weil ich es jetzt nicht fixen werde, sondern nur, dass da nichts schief läuft, ja, tue ich die hier erstmal den Bau aussetzen. Ich muss die Brücken wahrscheinlich nach oben verlegen und ich muss die Brücken mit größeren Abständen bauen, dass die dicken Schiffe hier durchfahren können, wenn ich mal ins Wasser will. Und ich will ja natürlich alles bauen, was es in dem Spiel gibt. Also nicht jedes Gebäude, aber alles, was es gibt. Und dafür muss die Brücke auch pausiert werden. So. Jetzt dürfte hier nichts gebaut werden. Und dadurch kann ich die später abändern. Und was dahinter kommt hier, ist dann wurscht. Aber wenn ich hier irgendwo mit dem Schiff mal da hochfahren will, dann klappt das nicht, wenn ich so eine Brücke da reinbaue. So, jetzt haben wir das Thema durch. Eben mal gucken, was hier noch gemeldet wurde. Und dann drücken wir aber schon mal auf Play. Ja, puh. Ja, das war wohl die Straße hier, die jetzt fertig ist. Okay. Ab zurück, was machen die Züge? Da kommt der erste an. Das sieht halt sehr suspekt hier aus mit hier Waggons drin. Jetzt hat sich die Anzahl geändert. Also wie gesagt, die paar Dollar sind mir scheißegal und dass ich dafür 60.000 oder so ein paar Züge verkauft habe, die eigentlich was wert sind, die man zerlegen kann. Scheiß drauf. Am Ende des Tages ist es ein Furz im Wind des Geldes. Ich finde geil, wir haben bald schon richtig fett Schotter hier. Also hier sind die Loks. Ich muss jetzt nur hier hinten ein bisschen stauchen, dass der ganze Spaß reinpasst. Also da ich ja 8 auf jeden Fall wieder drüben drin haben will. Von denen, weil so viel gehen. Ich will, klar wäre besser, wenn alles die kleinen sind, aber ich möchte einfach die nutzen, weil ich sie gekauft habe. Und ich mag das nicht, wenn man Zeug immer gleich wegschmeißt. Das kann man schon nutzen, wenn es tut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also einer muss noch dran gehen. Dann habe ich auf jeden Fall 8 von denen dran. Und dann habe ich hier immer noch zu viel. So. Der zieht jetzt hier. Boah, der zieht aber viel raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich denke, ich werde jetzt parallel noch den dritten, den hier losschmeißen. Und der darf auch dann noch rausziehen. Solange die anderen zwei rüber tuckern, kann der auch noch Waggons holen. Dass das ziemlich zügig geht. So. Zurück und gib ihm. Dann gucken wir mal, was da noch drin ist. Bis das Ding auf Null steht. Solange ziehe ich jetzt da alles raus. Und wenn die Produktion dann kurz steht, dann ist es so. Da ist genug drin. Da geht noch ein bisschen was rein. Das ist kein Thema. Aber das VZ-Thema, das hat mich jetzt gefühlt 50 Folgen geplagt. Und da habe ich, nee, ich habe mir gesagt, jetzt nicht mehr. Und schon gar nicht, wenn das alles so komisch aussieht. Immerhin ist da oben jetzt schon keiner mehr drin. Warum hat das so lange gewartet? Ich hatte das Signal hier doch abgeändert. Okay. Habt ihr gesehen, der hat gerade erst weiß gekriegt, als er über die Stelle drüber war. Also eventuell bringt es hier vielleicht doch was, hier Signale zu haben. Ich überlege. Hier dürfen sie in beiden Richtungen raus, aber... Hier
dürfen sie nur rausfahren, weil die Sache ist halt, der überlegt sich dann vielleicht auch über das Gleis zu fahren und nicht den Wechsel zu nehmen. Und das soll er sich nicht überlegen. Zumindest nicht an der Stelle hier. So. Ich versuch's mal so. Dass ich einfach hier klar definiert habe, auf diesem Gleis fährt man nur in die Richtung. Weil hier müssen halt... Hier tun die Bauzüge wechseln, dass sie auf das andere Gleis kommen und hier hinten raus zum Bauen kommen. Sonst könnten die da jetzt nicht reinbauen. Ja, das macht natürlich dann jetzt auch... Seht ihr da? Der... Ja, ist dem jetzt ein bisschen im Weg, aber das ist nicht schlimm. Der fährt jetzt da durch und dann kommt der andere. So. Jetzt kriegt er Weiß. Okay, er hat Weiß gekriegt, als er hier drüber war. Interessant. Vielleicht würde hier auch... da noch einer was bringen. Einfach, dass er früher aus diesem Node hier draußen ist. Das probiere ich mal. Man muss da manchmal ein bisschen rumspielen mit den Signalen. Also ich habe da auch nicht das Allheilmittel, aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Jetzt kann der hier fahren, aber muss halt warten, bis der da raus ist. Vermutlich darf der losfahren, wenn er hier drüber ist. Schätze ich mal so. Ah, guck mal, da kommt schon der nächste. Ist jetzt alles leer da hinten. Da steht immer noch 10 dran. Wieso steht da noch 10 Waggons dran? Der hat doch schon geholt hier. Hm. Ich würde den hier eben auch noch auf die Reise schicken. Einfach um sicher zu gehen, dass da nichts mehr... drin ist, dann ist es wohl einfach ein Anzeigebug, der mich aber extrem verwirrt. Alles holen und dann wieder hierher. So. Ich muss nämlich jetzt, solange diese Züge reinkommen, auch gleich die Waggons an die dicke Lok dranhängen. Ansonsten... ansonsten... passen die gar nicht alle rein. Und den will ich beobachten, was der jetzt da hinten macht. Und dann drücke ich hier bei allen, die noch da sind, auf Löschen. Und hoffe, dass die verschwinden hier. Weil eigentlich dürfte gar nichts mehr da sein. Boah, wie schön sie aneinander vorbeifetzen. Und der Bauzug muss halt gerade warten, ja. Weil die sich hier kreuzen. Der muss erstmal hier rauskommen. Sehen, wann es Weiß kommt. Ich schätze mal, wenn der Arsch über der Kreuzung da ist. Hier wahrscheinlich, wo die Weiche zusammenläuft. Also hier kam es gerade noch nicht. Ja, okay. Das Weiß kam, sobald er über diesen Punkt hier drüber ist. Dass er losfahren kann. Ist ja okay, wenn man es weiß. Aber jetzt schnell ins Depot. So, also ich habe hier 4, 5, 6, 7 dran. Wie kann ich mir den Spaß merken? Ich glaube, wenn das so bleibt und nicht ablädt, dann ist das für mich in Ordnung. Weil da kommt jetzt einer, den ich da noch brauche, dass ich die 8 habe. Fetzt er schon wieder zurück. Okay, dann wissen wir, alles ist leer. Dann müssten doch die hier alle verschwinden. Hm. Ich kann einen Güterwaggon in ein Zuhause schicken. Hä? Also irgendwas ist hier extrem schief gegangen bei dem Teil. Also ich krieg's nicht los. Weil die einfach hier drin stehen bleiben. Zieht es mir überhaupt Geld ab? 7, 16. Geld zieht's ab. Ich probiere mal 5. Nee, mit Scheiß tut. Ich habe hier Waggons drin, die nicht existieren.
Kein Fahrzeug transportiert Güter zum Entladen. Was ist das? Also ich habe keine Ahnung, wie ich die hier rauskriegen soll. Mein einziger Gedanke ist, ich schiebe jetzt 27 Stück rein und hoffe, das passt noch. Aber vermutlich sagt er dann wieder, an der Lok hängt's voll. Am Ende des Tages muss ich vielleicht das ganze scheiß Ding neu bauen und da habe ich keinen Bock. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Mega ärgerlich. So, jetzt kann ich schon mal ein paar hier dranhängen. Also wir haben hier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So viel gehen. Plus den einen, dann ist der auf jeden Fall nicht so groß. Wieso kriege ich denn die jetzt nicht? Ich halte erstmal hier welche dran. So. So, das ist jetzt ein Basismodell. Und den kann ich jetzt rüber schicken und dann kann er wieder Aufträge machen. Hoffe ich, dass es tut. So. Und jetzt brauche ich noch die anderen zwei Züge mit jeweils 9 Stück dran. Oder der passt doch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, passt. Wieso kann ich den nicht entladen? Das ist doch schon wieder. Gott. Wieso kriege ich jetzt von dem die Waggons nicht ab? Warte, bis der Zug vollständig im Depot ist. Hä? Wo bist du denn? Ach, bin ich auf Pause? Ja, wie vollständig willst du denn noch im Depot sein? Du sitzt doch im Depot mittendrin. Wo bist denn du jetzt? Ach, so komme ich nicht rein. Nur wenn ich mit einem Zug reinfahre, okay. Interessant. Der Zug backt jetzt auch schon. Was kann ich mit dem tun, dass der... Kann ich da hingeschickt werden? Route löschen. Einmal zum Zoll und einmal zum Depot. Fahr mal. Ja, vollständig im Depot. Jetzt will ich mich aber verarschen. Oh Gott, das war eine blöde Idee. Vielleicht liegt es auch an diesen Loks. Wo könnte ich den hinschicken? Ich könnte ihn versuchen, da reinzuschicken. Ins Eisenbahnbauamt. Irgendwo, dass er nochmal rein und rausfährt und sich hoffentlich heilt. Ist es das? Ja, das ist es. Oh Mann. Kann ich da was entladen? Ich will nicht verkaufen. Was soll ich hier tun, dass der vollständig reinfährt? Da ist vollständig drin. Alles ist grün. Aber wieso? Nee, alles ist grün. Hier sind die Lampen grün und da sind die Lampen grün. Der ist vollständig drin. Ich glaube, ich habe einen Mega-Bug produziert, dadurch, dass ich die nutze, um Linien zu fahren. Das hat dem Spiel gar nicht gefallen. Jetzt steht der drin und meint, er hat 17 Waggons. Ich hoffe nur, er kann diese komischen Pseudowaggons nicht verwenden und nur die, die hier stehen. Warum stellst du Produktion ein? Wir haben Winter. Gib mal Gas. Aber Personalprobleme haben wir nicht. Nee, alles voll, die schaffen. Okay. Stadt sieht eigentlich ganz gut aus. Boah, da stauen sich aber die Busse hier. Ja gut, alle, umso mehr Baustellenbusse ich kriege, umso mehr ist da los. Wie kriege ich den Sack da wieder raus? Wie kriege ich die Waggons da ab?
Da belad mal Züge und fahr mal wieder zurück. Nö. Ich glaube, jetzt ist er vollkommen im Eimer. Okay. Dann scheißen wir jetzt auf den da und gucken, dass wir hier noch die restlichen Waggons erkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Habe ich. 9 Stück brauche ich. 6, 7, 8, 9 und nochmal 3. Jetzt schauen wir nochmal, wie das Ding heißt. Wird irgendwas saniert? Ach nee, da wird... Ah, ja, ja, meine Fleischhütte wird gebaut. Sehr gut, sehr gut. Zug, 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 Zug. Also ich war so überzeugt davon bei dem Spiel, dass es zwar in Early Access ist, aber dass es einfach super läuft. So kriege ich ihn, ich kriege ihn so. Ach, wieso kriege ich den Waggon jetzt nicht? Muss ich mir jetzt da drüben einziehen, dass ich weiß, welcher Waggon das war. Es ist ein F-715. F-715. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. So. Jetzt müsste ich alle zusammen haben, die ich brauche, um dieses verfluchte VZ auszustatten. Ich hoffe, der sagt dann nicht, dass er überfüllt ist, weil er irgendeine andere Klatsche hat. So, das da raus. Da holen und fahr mal wieder hierher. Hol mir die Waggons her. Bitte, danke. Ich könnte die jetzt von hier abhängen und dann noch mehr holen. Oder ich warte einfach kurz. Ich glaube, ich warte. Ja, gut, wenn die da sind, dann kann ich was Preisniveau runtertreiben. Bei mir gibt's Schaschlik. Ganz günstig. Nicht so gut wie bei Ilana. Und nein, nein, ich ziehe da nicht aus, gell? Also ich gehe nur heimlich Fleisch essen. Streuner braucht Fleisch. Okay. Also einmal einen Fleischservice anrufen noch. Das hier war Fleisch. Bring mir Fleisch. Ich glaube 10% reicht. Ja, geht ja nur eine Tonne rein und dann haben wir hier unten noch Essen. Du bringst mir bitte noch Essen rein und ich glaube, da reicht auch 10%. Gucken wir mal. Ich glaube, die LKWs, die sind eh voll riesig. Essen 6,5 Tonnen, ja, und er kann jetzt... Der fährt woanders hin. Wer holt jetzt Essen für mein Ding hier? Habe ich da was verklickt? Entladen, Essen, 10%. Passt eigentlich für mich. Kommen da schon welche? Nö, kommt keine Sau. Was habe ich denn jetzt verballert, dass die da kein Essen hinliefern? Gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken wir Züge. Ach, der ist noch nicht da. Er kommt gerade. Hier kommt er angefetzt. Wieso kriege ich da kein Fleisch rein? Er holt Fleisch aus dem Lager. Da müsste doch Fleisch drin sein. Da ist Fleisch drin. Gut.
war er doch gerade. Ich habe nur. Ach ja, okay. Der hier holt 5,1 von Essen. Sehr gut. Restaurant läuft. Fände ich schön. Panorama-Restaurant. Einmal McShashlik. Mit eingestreunerten Büschen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hier ist fertig, der kann rüber. Hat der gerade einfach nichts zu tun oder ist das ganze Ding kaputt? Wie sieht's denn aus? Da ist nichts drin, da hat schon was weggebracht, okay. Das Ding läuft nicht voll. Oder ist das schon leer? Nee, er müsste hier noch holen. Sag nicht. Im Ernst jetzt? Ich muss den Knopf trotzdem drücken. Willst du mich eigentlich verarschen? Und der hat die Waggons noch drin, die da heimlich drin liegen. Habt ihr gesehen? Der hat da welche rausgezogen, die eigentlich gar nicht da sind. Ich krieg die Krise mit dem Scheiß hier. Ich krieg die Krise. Zock ich da schon 26 Minuten dran und der Kack tut nicht. Also. Der muss auf jeden Fall nochmal seine Tour fahren, um den Rest abzuholen. Deswegen schicke ich ihn nochmal los. Einen Moment mal kurz. So, da bin ich wieder. Was zur Hölle geht hier nur schief? Ich blick's nicht. Ich blick es sowas von nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese letzten 10 Waggons da rauskriegen soll. Ich weiß nicht, warum die da reingestopft sind. 4, 8. Auf jeden Fall habe ich jetzt zu viel von denen da drin und mach so ein Kackmist. Ich stopfe da jetzt einfach noch ganz viel kleine rein und hoffe, dass die das dann auf die Kette kriegen. Und dann ist Schicht im Schacht da mit dem Kack. Und Knut, du musst irgendwas mit deinem Depot tun. Der Zug, der ist jetzt im Arsch, der kommt da irgendwie nie wieder raus. Stört mich nicht. Ist da ein Eisenbahnmuseum oder was weiß ich was, aber... Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun soll. Ich hoffe, irgendein User hat da einen guten Tipp. Und hat da eine Idee. Ich stopfe da jetzt noch einen Zug rein. Mit den Dingern dran. Und dann hoffe ich, dass die so... Der lief hier aber trotzdem nicht. Ich musste ja erst den Knopf drücken. Maximale Zuglänge. Wenn ich die da jetzt wieder runtersetze, steht dann wieder alles still. Und 54. Was hat denn der da? Wo ist er denn? Hier. Alle laufen gut, bis auf der eine, den ich... Aber das Spiel sagt es doch. Das sagt mir doch hier bei Verteilung des Bürozugs, sagt es Länge der Station 155 Meter. Das heißt für mich, ich sollte so einen langen Zug machen können. Und es geht ja auch, aber ich muss den Scheißknopf immer drücken. So. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Sind da immer noch welche drin? Da sind keine gekauften mehr, okay. Okay, keine Ahnung. Ich rechne es nicht mehr aus. Ich stopfe das jetzt auch rüber. Das ist mir sowas von Bums. Hauptsache, das VZ tut. Nichts ist ärgerlicher als ein VZ. Das meint immer Aufmerksamkeit zu brauchen. Dafür habe ich dich nicht, Junge. Schaff dein Geschäft hier.
Kriegst von mir einen neuen Namen hier. Scheiß VZ dann, wenn du nicht mehr läufst. Aber nicht du. Sorry, sorry. Du machst alles gut. Du hier bist das Problemkind. Du. Du. Vielleicht mache ich es einfach so. Dann bleibt's auf der Leuchttafel, oder? Nee, hab's genau falsch rum gemacht. Daraus. Einmal. Nee, wir machen es so rum. Wir kopieren das da. Tun es hier rein. Und hier beim Label machen wir einfach mal Scheiß VZ rein. Das ärgert mich. So, bam, da steht's. Scheiß VZ. Also ich gucke mir das an, ob das jetzt so funktioniert beim nächsten Spielstand. Jetzt guck mal noch, ob hier die dritte Lok wieder richtig... Habe ich sie zum Falschen geschickt? Da musst du rein. Mal gucken. Jetzt muss er überlegen. Wie komme ich darüber? Ja, ja. Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Versuch's mal. Ich will dich jetzt nicht da durchgleisen, du. Fährst am besten hier geradeaus, das wäre eine Idee. Was sagt das Signal? Muss ich ihm helfen? Er ist schon irgendwo drin. Okay, er fährt jetzt langsam. Na! No. Da nicht lang. Nee, nee. Zug anhalten. So, halt mal an. Jetzt dreh dich mal rum. Und jetzt fahrt er mal wieder raus. Ja, wobei, er könnte ganz reinfahren vielleicht. Lass man mal machen, wie er will. So, fahr mal, wo du hin willst. Das würde ich jetzt gern sehen. Er muss halt über den Wechsel hier drüber kommen, um da reinzufahren. Ah nee, das langt hier gar nicht. Nein, was mache ich jetzt noch? Irgendwelche Signale setzen. Jetzt habe ich auch noch einen Note drauf. Der jetzt nicht weggeht, weil da ein Zug drauf ist. Ja, toll. Ich weiß, dass du ein Problem hast hier. Ja, ja. Du musst aber... Na, dreh dich rum. So, und jetzt fahren wir da weiter. Rotes Signal ignorieren. Fahr da mal rein. Fahr mal rein. Trau dich. Du schaffst es. Gib doch Gas. Na, andere Richtung. Fahr mal da rein. Ja, komm, komm. Er will nicht. Ich will nicht, dass er da jetzt reinfährt. Dann habe ich die Züge noch im Falschen drin. Muss ich jetzt hier meine Signale ficken, dass das geht. Ups. Er hat das F-Wort gesagt, das hat niemand gehört. Schreiner ist ein bisschen durcheinander. Hier hatte ich ein... So eins hier. Und jetzt dreh dich rum und fahr da lang. Verflucht. Andere Richtung. Da kannst du reinfahren. Und da vorne darfst du auch fahren. Da kriegst du auch eins. So. Fahr jetzt da rein und dann fahr da rüber. Nein! So. Fahr jetzt da rüber. Warum willst du denn das jetzt nicht? Du sollst da nur reinfahren. Nur da rein, mehr nicht. Ja, das zeigt gelb an, gell? Zeigt gelb wegen Gegenverkehr an. Ah, das ist so ärgerlich. Wie kriege ich den Zug jetzt hier hingeflickt? Vielleicht muss ich einfach sagen, fahr dahin. Schaff das dann. Einmal falscher Knopf gedrückt und dann so viel Ärger an der Backe.
Signal, dass der die Route blickt. Ja, ich müsste jetzt alles komplett rundherum machen, das doch. Ich will das nicht. Ich will nicht all meine Signale jetzt ändern für den. Kann ich den jetzt nicht im Handbetrieb steuern? Alle Aufträge rausnehmen. Und jetzt dreh dich rum. Und jetzt gib Gas. Er gibt Gas, okay. Fahr da jetzt mal einfach lang. Er will da nicht lang fahren. Kann ich ihn irgendwie hier jetzt auf eine Linie schicken? Fahr mal dahin. Zum Wegpunkt. Und dann fahr dahin. Also wenn das jetzt tut. Ja, fahr mal da rein. Ja, und dann kommt er da nicht mehr raus. So, müsste er wieder rauskommen. Was ein Mega-Scheiß. Ich sag's euch. Ach so, muss ich noch auf Go drücken. Jetzt fährt er zum Wegpunkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt, wenn du da reingefahren bist, so, jetzt dreh dich rum. Und du sollst den einen halt überspringen und direkt ins Ernte-VZ reinfahren jetzt. Da, geh da rein, geh nach Hause. Halt an, dreh rum, geh nach Hause. Stopp. Fahrtrichtung wechseln. Also man sieht, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man einen Riesenspaß auf seiner Strecke. Und wenn man dann jetzt noch hier Traffic hätte, der fahren müsste, Halleluja, dann steht das ganze Gleis voll. Dann könnt ihr den ganzen Scheiß hier händisch wieder aussortieren. Abgesehen, wie ich mich jetzt hier einen abgemurkst habe, um das Ding hier in das blöde VZ reinzukriegen, weil ich einmal falsch geklickt habe. Sonst hätte ich die Waggons hier drin gehabt, dann hätte ich sie da wieder rausziehen müssen und boah. So, du bist jetzt versenkt, sehr gut, hier sind 28 Waggons drin. Gut. Ich hoffe, das läuft jetzt so. Ich mache jetzt erstmal drei Kreuze im Kalender, dass ich den da wieder aufgeräumt gekriegt habe. So, das ging da lang. Habe ich sonst noch was kaputt gemacht? Da nicht. Hier ist noch okay. Das passt. Das passt. Hier ist noch was Murks. So. Da habe ich nichts angetastet. Bau ist beendet. Ja. Das war ja für den Abwasseranschluss. Dann können sie das da machen. So. Mit allen. Den haben wir schon versorgt. Ja, aber die Meldung hebe ich mir auf fürs Let's Play. Das war ja nur Backstage. Und der Laden? Läuft doch. Die haben hier fast alles weggefressen. Eigentlich müsste doch jetzt schon hier wieder alles anrollen. Ja, okay, Fleisch hat's noch. Aber ich will sehen, ob das vom Timing passt. Ah, da ist er ja schon. Guck mal, was das für ein Vorteil ist, wenn ihr so kurze Wege habt. Da wird's. Hier steht er, da holt das Essen raus, da bringt das hin. Ganz kurze Wege, kein Traffic. Ansonsten werden die unglücklich, wenn die da reingehen ins Restaurant und nichts zu fressen. Da ist, das ist nichts. Nein, habe ich Müll? Habe ich Müll? Ich habe Müll. Ich habe dir ja nichts kontrolliert. Ja. Vielleicht darf die Lana auch mal mitkommen. Ich finde, das Ding sieht cool aus. Was auch immer es ist. Ich habe noch nie so einen Laden gesehen. Ich finde ihn schön. Sie rennen rein und raus. Und haben jetzt noch eine andere Alternative, um mal essen zu gehen. Aber was holen die sich denn jetzt hier?
Die holen sich hier Essen raus. Also das ist für die wie ein Supermarkt. Die kahlen sich dann 2,6 Kilo Schaschlik rein. Beziehungsweise Krautsalat. Essen und Fleisch laden sie gleichzeitig. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, was das mit Attraktionen dann zu tun hat. Sie können da halt alles kriegen, außer Elektronik. Ich finde es schön. Kann man an der Stadt vorbeifahren, ist wie wenn man an McDonald's vorbeikommt. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.